So, da sind wir wieder und machen gleich weiter. Lassen die Höllenfratzen in Ruhe. Gucken noch mal kurz hier rein. Aber hier scheint es soweit nichts mehr zu geben. Und die Höllenfratze definitiv in Ruhe lassen. Lieber zum blauen Kristall zurück und dann haben wir ja keine großartig andere Wahl mehr. Als in Richtung des Teleporters zu gehen. Sag mal, wo kommt ihr alle her? Ihr nervigen Viecher. So. Es geht in Richtung Teleporter, sagen wir jetzt bloß nicht. Doch, die sind alle von hier drüben gekommen. Okay. Hier waren es doch mal drei Fallgruben, aber egal. Gucken wir mal hier runter. Ich habe in der Erinnerung, dass da unten noch mal damals was Gemeines war. Und ja, es ist was Gemeines. Chitin Boots. Und wir haben das Chitin Set komplett. Lederschuhe. Was trägt sie? Sie trägt Lurker-Schuhe. Sie trägt schon bereits Lederschuhe, dann können die hier bleiben. So, und zwar bevor ich das hier, den Hebel hier umlege, der macht nämlich da drüben etwas auf und lässt die Gegner frei. Heile ich mich erstmal hoch. Und verpasst der Spinne hier schon mal der Breitseite. Das war die erste Spinne, da ist noch eine. Und jetzt müsste da drüben noch mindestens eine Krabbe sein, wenn nicht sogar zwei. Oh. Da kommt Krabbe. Die wäre etwas. Vergiften können. So, das war Krabbe Nummer 1. Wo ist Krabbe Nummer 2? Ich sehe dich da hinten, du Vieh. Und ich spring schnell lieber wieder hoch. Und zurück zum blauen Kristall, schnell. Der in der anderen Richtung liegt. So. Jetzt wieder da runterspringen. Weil dort sind noch paar Geheimnisse, ein paar interessante. Aua. Oh, großes Aua. Kannst ruhig herkommen. So. Fackel aus der Hand schlafen. Jetzt weiß ich nämlich auch endlich, warum die Fackeln
dauernd so schnell ausgehen, weil ich mit denen in der Hand schlafe. Erstmal was zu essen. Die anderen haben noch einigermaßen. Fackeln wieder in die Hand und dann gucken wir mal. Ah, da war ein Schalter. Ich habe ihn gesehen. Aber erstmal kurz hier in Sicherheit. Bringen Fleisch. Du trägst den Schmuck mit dir, du trägst Nahrung mit dir rum. Okay. Hier ist schon mal nichts. Aber da war ein Schalter. Aua. So, jetzt wieder schnell. Da drüben ist was aufgegangen, oder? Hier ist was aufgegangen. Gut. Und hier haben wir ein Super Secret, eine Brandbombe. Toll. Und jetzt? Das war das tolle Secret hier, was wir durch dieses Gitter gesehen haben. Hoch. Ganz schnell hoch. So. Neuer Eiszauber. Wieder falsche Richtung. Fahrer Kristall ist dort. Gut. Jetzt müssen wir nicht mehr hier runterspringen, weil hier unten ist nichts mehr. Haben wir sonst eigentlich alle runterspringen? Dingsel. Den da hatten wir nicht. Der führt irgendwo hier hin. Ah, bei Gelegenheit gucke ich da nochmal hoch. Aber jetzt erst einmal in den Teleporter. Dann kommen wir nämlich auf der anderen Seite raus und könnten jetzt theoretisch schon hier weitergehen. Aber es gibt ein kleines Geheimnis. Wir können hier rüberspringen. Dann kommen wir nämlich hier an einen ganz anderen Ort wieder raus. Und wir haben ziemlich viele Tränke. Aber ich glaube, die... Oder Kräuter, besser gesagt. Und ich glaube, die werden wir auch brauchen. Gucken wir mal hier runter. Ich höre einen Oger und da ist so ein Tentakelvieh. Das Tentakelvieh muss schnell sterben. Jetzt kann der Oger sterben. Backstep für 65. Ein Step für 47. Okay. Kick. So. Wieder ein Ogerhammer, den wir nicht wollen, und eine Blitzbombe. Und paar geheime Kräuter. Jetzt können wir uns hier unten nach Schaltern umsehen. Nö, nö, nö. Yep. Nein. Grimcap. Wieder was zu essen. Die wäre, dass wir eigentlich auch essen können. Oh, hier. Oh, Spinne. Und ja, da haben wir einen, der Aufseher, und er sagt, badet mich in den Elementen. Okay, was haben wir denn alles? Wir haben einen Giftpfeil, den wir auf ihn schleudern können. Wir haben Eis. Wir haben Feuer. Und wir brauchen noch Blitz.
Okay, ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt klappt. Bade mich in den Elementen. Und das waren die Elemente. Tatsächlich, so hat das geklappt. Und ja, das ist einer der Aufseher dieses netten Kaffs hier. Und der gibt ein Schild der Elemente. Aua, aua. Das kann er mal anziehen, dann kriegt er das andere gute Schild. Und ich bin... Und Bello hier ist vollkommen überladen. Jetzt ist er überladen. Dann isst er mal was. So. Gut. Dann heißt es jetzt wieder hoch hier. Und irgendwo rauskommen. Wo wir noch nicht waren. Ja, genau hier. Sind wir wieder beim Teleporter, halt auf der anderen Seite. Also gut. Nein, du kannst ruhig oben bleiben. Ich wollte ja in die Richtung. Ich habe mich jetzt verlaufen. Okay, hier haben wir... mehrere Schalter um diese Säule rum. Die gucken wir uns gleich an. Ich gucke erstmal weiter. Nicht, dass da irgendwo Gegner sind. Hallo? Komischer Waldhirnraum. Dich kenne ich noch. Aber du warst niemals so kompliziert. Hilfe. Gucken wir uns erstmal diese Hebel an. Okay. Der hat schon mal Klick gemacht. Ah, ich glaube, ich weiß, was das ist. Es ist so eine, drückst sie in richtiger Reihenfolge. Wenn du falsch drückst, fängst du wieder von vorne an. Genau. Also der ist richtig, dann der. Der war falsch. Also erst der hier. Dann der hier. Ich glaube, das Rätsel war auch damals ein bisschen anders. Falsch. Das war wieder falsch. Erst der hier, dann der auf der anderen Seite. Der war falsch. Der hier, der hier. Der hier. Der hier. Ist hier noch irgendwo einer? Der, dann der. Dann der und dann wie weiter? Nö, so nicht. So, so. So. Nein, das war es auch nicht. So. So. Wieder den umlegen. Der war falsch. Der, der. Hoch, runter. Vielleicht gerade andersrum. Nein. Das hatte ich ja schon mal ausprobiert. Der, 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 der. Und jetzt geht hier was auf. Und hier geht die Spinne gleich mit auf. Zum Glück ist es nichts Garstigeres. Und ja, ich sagte mal, die Spinnen sind garstig. Ein Fire Talk. Also ein Feuer Halsreif oder wie man das auch immer nennen möchte. Schutz plus Fire plus 50. Wer könnte denn das gebrauchen? 0, 51, 5. Ich denke mal fürs erste eher hier. Und wir sind bald wieder am Level-Up dran. Sehr gut. Was mich erleichtert, denn ich habe beim letzten Level-Up einen Fehler gemacht. Was die Magierin angeht. Ups, das war falsch. So.
Gut. Und ich würde sagen, wie das hier funktioniert, schauen wir dann beim nächsten Mal. Das war nämlich damals nur eine Photonenkanone, die immer geschossen hat, und das ging dann halt immer auf und zu, und die musste man dann halt blocken, dass man nicht runterkracht. Aber gut, ich speichere jetzt mal und wir sehen uns gleich wieder.